Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Senat will Dieselfahrverbote trotz Kritik umsetzen. Wasserfreunde aus Spandau verlieren zum Champions League Auftakt. Und das Wetter, die Temperaturen fallen, Wolken kommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 18. Oktober 2018. Trotz harscher Kritik der Opposition will der Senat die gerichtlich angeordneten Dieselfahrverbote im kommenden Jahr umsetzen. Das machte Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther am Donnerstag im Abgeordnetenhaus deutlich. Dieselfahrverbote sind die letzte Option, sagte sie, aber jetzt ist es an der Zeit, davon Gebrauch zu machen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte vor gut einer Woche entschieden, dass von Mitte nächsten Jahres an wegen der hohen Luftverschmutzung mindestens 11 Abschnitte stark befahrener Straßen für ältere Dieselautos zu sperren sind. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Ob der Senat in Berufung geht, ist noch nicht entschieden. Günther zufolge will er zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Falls wir das Urteil akzeptieren, werden wir es mit Augenmaß umsetzen, versprach die Senatorin. Für Anlieger, Pflegekräfte oder Handwerker würden Ausnahmen ins Auge gefasst. Der Senat habe durch zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion des Stickstoffausstoßes weitreichende flächendeckende Fahrverbote verhindert. Dazu zählten Tempo-30-Zonen zur Verstetigung des Verkehrs, die Nachrüstung der Busflotte oder auch eine Modernisierung des landeseigenen Fuhrparks. Diesen Weg werde man fortsetzen. Die Opposition warnte in der Parlamentsdebatte vor Fahrverboten und warf dem Senat vor, nicht genügend zu deren Verhinderung getan zu haben. CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger warf Rot-Rot-Grün vor, diese Fahrverbote aus ideologischen Gründen zu befördern, statt zu versuchen, sie zu verhindern. Für sie ist ein Auto erst sauber, wenn sein Fahrer zu Fuß geht, sagte er an die Adresse der Koalition. Flughafen Tegel auf Wachstumskurs. Die Zahl der Passagiere lag im September 2018 um 11,6% über dem Wert des Vormonats, bei 2,27 Millionen, wie die Flughafengesellschaft am Mittwoch mitteilte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Air Berlin bereits vor dem letzten Flug Oktober 2017 sein Flugprogramm merklich verringert hatte. So flogen im September 2017 weniger Menschen von und nach Tegel als ein Jahr zuvor. Tegel war ein Drehkreuz für Air Berlin. Beide Flughäfen Tegel und Schönefeld zusammen zählten im September 3,4 Millionen Passagiere, das ist ein Plus von 6,3%. In den ersten 9 Monaten summierte sich die Zahl auf 25,36 Millionen, das sind 1,3% weniger als im Vorjahreszeitraum. Darin kommt die Insolvenz von Air Berlin und das vorübergehende geringere Flugangebot zum Ausdruck. Der zuletzt rückläufige Trend bei den Angriffen auf Berliner Flüchtlingsunterkünfte setzt sich in diesem Jahr fort. Von Januar bis September zählte die Polizei 12 derartige Attacken, wie ein Sprecher auf Anfrage der deutschen Presseagentur mitteilte. Im Vorjahreszeitraum gab es demnach 25 Angriffe, also mehr als doppelt so viele. Alle Attacken in diesem Jahr gingen laut Polizei auf rechtsmotivierte Täter zurück. Der Rückgang dürfte mit der sinkenden Zahl von Asylbewerbern und der in diesem Zusammenhang weniger aufgeheizten Stimmung zusammenhängen. 2016, als der Andrang von Flüchtlingen besonders groß gewesen ist, zählten die Behörden in Berlin 46 Attacken gegen deren Unterkünfte. Für 2017 gibt es 2 unterschiedliche Zahlen. Während die im März 2018 veröffentlichte Polizeikriminalstatistik 22 Fälle aufwies, wurde in einer kurz darauf veröffentlichten Senatsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken die Zahl 26 genannt. Solche Veränderungen bei den Zahlen sind durchaus möglich, etwa wenn Fälle erst nach Statistikschluss gemeldet werden oder sich die Einschätzung zu den Vorkommnissen zum Beispiel im Lichte von Gerichtsurteilen ändert. Bei den Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte kann es sich etwa um Schmierereien, andere Sachbeschädigungen, Steinwürfe oder Gewalt gegen die Bewohner handeln. Auch bundesweit ging die Zahl der Angriffe in den ersten 9 Monaten zurück, wie die Neue Osnabrücker Zeitung in der Vorwoche unter Berufung auf Angaben des Bundeskriminalamtes berichtet hatte. Nach dem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Berlin und die Handwerkskammer sehen 95% der befragten Unternehmen ihre derzeitige Situation als gut oder zufriedenstellend. In der Zukunft könnte das Wirtschaftswachstum allerdings bedroht sein. Aus Sicht der Kammern liegt das daran, dass Fachkräfte und Flächen fehlen.
Gerade die Bauindustrie sucht händeringend nach neuen Mitarbeitern. Praktisch jeder Betrieb sagt, er könnte sich besser entwickeln, wenn er genug Leute finden würde. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin. An der halbjährigen Umfrage der Kammer nahmen mehr als 1200 Unternehmen teil. Befragt werden sie seit 2001. Noch nie war der Indexwert so hoch wie jetzt. Der deutsche Vizemeister Spandau 04 hat das Auftaktspiel in der Hauptrunde der Champions League verloren. In der Gruppe B mussten sich die Berliner am Mittwochabend in der Schwimmsporthalle Schöneberg gegen Kroatiens Meister Jug Dubrovnik mit 6:7 geschlagen geben. Beide Mannschaften suchten zunächst ihren Spielrhythmus, Jug nutzte zunächst besser seine Chancen, Spandau brachte kaum Angriffsdruck und verdankte es der schlechteren Chancenverwertung der Kroaten und einer soliden Leistung von Torhüter Laszlo Baksa, dass die Gäste nicht deutlicher davonzogen. Mitte des zweiten Viertels erzielte Lukas Küppers eben diesen ersten Treffer zum 1:4 Zwischenstand. Danach verlief die Partie ausgeglichener, Spandau ging mit 3:5 Rückstand in den Schlussabschnitt. Doch 2 Minuten und 40 vor Ende hat sich das Spiel mit dem dritten Treffer von Marco Stamm noch einmal gewendet. Plötzlich stand es 6:7. Doch Hugh konnte den Vorsprung letztlich knapp ins Ziel retten. Die weiteren Treffer für die Wasserfreunde nach Küppers erzielten Marco Stamm gleich 3-mal. Luke Gielen und Matteo Tschuk jeweils 1-mal. Mit zunehmender Spielzeit gab es einige gute Ansätze. Aber wir haben in allen Bereichen noch viel Luft nach oben, analysierte Trainer Peter Kovacevic das Spiel. Heute Nacht ist es in weiten Teilen klar und es bleibt dementsprechend trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad. Auch am Freitag bleibt der Hauptstadthimmel wolkenlos. Das Quecksilber schafft es aber nur noch maximal auf 14 Grad. Und der Ausblick: am Samstag bleibt es noch überwiegend sehr sonnig. In den darauffolgenden Tagen wird es etwas wolkiger. Dabei beginnt der Sonntag recht zugezogen. Im Verlauf lockert es sich aber deutlich auf. Am Montag erwartet uns ein steter Mix aus Sonne und Wolken. In den Nächten zu Sonntag und Montag besteht auch jeweils erhöhte Niederschlagswahrscheinlichkeit. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 12 und 13 Grad.